Einer der Ahlul Ilm in seiner Erklärung zum Sahih Muslim, er sagt etwas ganz Interessantes im Al-Mufhim. Er sagt darin, dieser Hadith beinhaltet einen Hinweis darauf, dass die Herzensangelegenheiten ein Primat sind. Zu einem Vorrang und Priorität. Denn sie entscheiden darüber, ob deine äußerlichen Handlungen, oder das, was ich immer Formen nenne, ob die beachtet werden oder nicht, ob die zählen oder nicht zählen. Ebenfalls sagte er, wenn das so ist, dass das Innere über das Äußere urteilt, das Innere urteilt darüber, ob dein äußeres Handeln akzeptabel ist oder inakzeptabel ist. Wenn das der Fall ist, dann kommt da etwas anderes hinzu. Kann ich das sehen? Kann ich das sehen, warum ein Mensch etwas macht? Oder kann ich seine inneren Bewegungsgründe, das alles, was in ihm vorgeht, sehen? Kann ich nicht sehen. Daraus schließen wir, wenn jemand Gutes tut, dann schließe ich daraus nicht mit hundertprozentiger Gewissheit, dass dies ein guter Mann sein muss. Und dass er einen guten Ausgang nehmen wird. Und dass er von den Paradiesleuten sein wird. Und genauso umgekehrt, wenn ich jemanden, einen Muslim sehe, der äußerlich betrachtet, nicht ganz in Ordnung ist, dann schließe ich aber nicht konsequent daraus, mit hundertprozentiger Gewissheit, definitiv, dass diese Person ein schlechtes Ende nehmen wird und in die Hölle landen wird und von den schlechten Leuten ist. Denn es kann sein, dass er etwas im Herzen hat, was irgendwann aufkeimen wird, etwas im Herzen hat, was Allah Ta'ala lieb ist, was aufkeimen wird und ihn dann sozusagen auf die Schiene ziehen wird. Genauso, die andere Person kann sein, er hat Herzenskrankheiten, die sich wie ein Tumor ausbreiten, noch kann man es nicht sehen, aber sie breiten sich in ihm wie ein Tumor aus, bis das irgendwann entartet und ihn dann ihn zerstört. Deswegen sagen die Ahlus Sunnah, sie sagen auch, das siehst du in vielen Aqaid, in vielen überlieferten Aqaid der Ahlus Sunnah, sie sagen, für jemanden, der fromm ist, bezeugen wir nicht, dass er im Paradies ist. Und jemand, der sozusagen lasterhaft ist, unfromm ist, bezeugen wir nicht, dass er in der Hölle schmoren wird. Genauso wie wir bezeugen für niemanden als Individuum, dass er Shahid ist. Wir sagen nicht über ein Individuum, Fulan ist Shahid. Warum? Wir wissen nicht, was er gemacht hat, warum er was gemacht hat. Man kann sagen, wer so, wie in Hadith vorkommt, wer so und so macht, der ist Shahid. Aber über das Individuum sagen wir nicht, dass die Fulan und Adlan Shahid ist. Außer der Prophet erwähnt das explizit, erwähnt ihn bei Namen.